Mitbewohner ist echt zum Kotzen, ich sag euch das, ey. Der Schrimp-Warrior hat schon wieder irgendwas bestellt. Und ich muss den Scheiß wieder entgegennehmen. Digga, das geht gar nicht, geht das, Alter. Mal gucken, wer das ist, ne? Hallo? Einfach geht wie Schrimp-Warrior, die hier. Für wen ist das? Alles klar, danke. Boah, den nehme ich so. Joa, danke. Mann. Das kann auch nur wieder irgendwie garnieren sein, oder? Wo ist denn der Asi? Irgendwann später. So, kommen wir dann mal zum Unboxing von diesen hoffentlich tollen Tieren. Ich habe jetzt nur den Kleber einmal rundherum abgemacht, Adresse entfernen und so weiter und so fort. Und habe so an sich noch nicht reingeschaut. Das mache ich jetzt mit euch zum ersten Mal. Und wir schauen mal rein, was wir hier so jetzt Schönes vorfinden, wie es verpackt ist und Co. Und ja, wir werden mal sehen. Also, ein bisschen Verpackungsmaterial ist immer gut. Zeitung alles okay. Was haben wir hier? Ah, mit Namen und so, das halte ich mal lieber so zu. Aber bisschen Futter, Eigenfutter, das ist sehr geil. Das finde ich echt nicht schlecht. Das hatte bis jetzt noch keiner, Leute. Also, dass man Gratisfutter dazu legt, da bin ich sehr, sehr gespannt. So, Rechnung und Kohl, die lege ich mal beiseite. Auf jeden Fall hier das Eigenfutter, richtig geil. Also, kann man auf jeden Fall machen. Das werden wir mal testen, auf jeden Fall, was unsere Tiere dazu sagen. Und ja, jetzt kommen wir zu den Tieren. Also, weiter haben wir hier noch ein bisschen Duschpapier. Boah, das Heatpack ist noch richtig warm. Also das Heatpack klebt hier seitlich so drin. Ich hoffe, das kann man sehen. Bullenwarm noch. Richtig gut. Richtig gut. So, diese Rettungsdeckengeschichten finde ich eigentlich immer super. Hätte man nur vielleicht nochmal irgendwie so zumachen können. Das wäre vielleicht ganz nice gewesen. Denn schauen wir mal auf die Tiere. Jetzt ist es natürlich so, dass ich so wenig Stress wie möglich da machen will. Aber wir wollen ja mal schauen, ob alle noch liegen sind. Bisschen Wasser noch, das ist nicht so schlimm. Ist doppelt getütet, finde ich sehr, sehr gut. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Irgendwie. Ich werde gleich nochmal natürlich eine Aufnahme machen. Ich kann jetzt so keine Ausfälle erkennen. Tiere natürlich jetzt unter Stressfärbung, muss man berücksichtigen. Aber super verpackt. So wie wir das wollen. Und ich würde auch sagen, wir werden gar nicht lange jetzt rumeiern mit den Tieren. Ich werde die jetzt langsam antropfen und das neue Wasser. Das dauert eine gewisse Zeit. Währenddessen werde ich mir mal ein bisschen Gedanken machen über die Punkteverteilung, ne? Also wie ich das so sehe. Und wenn die Tiere dann eingewöhnt sind. Bis jetzt erstmal auf jeden Fall sehr guter Standard, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, besonders hier mit dem Futter, das finde ich echt wirklich eine coole Sache. Das hat noch keiner gemacht. Das gibt auf jeden Fall einen Sonderpunkt, würde ich sagen, ne? Gut, dann wollen wir Tiere mal eingewöhnen. Baby, ich weiß, du willst bei mir sein. Aber bitte, bitte steig mich ein. Was du nicht weißt, at the end of the road, I'll be breaking your heart. 6,5 Stunden später. Ja, auf jeden Fall, trotz Schockfärbung sind die Tiere bullenrot, richtig tiefrot. Also das ist schon sehr beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend. Wir werden nachher mal, wenn die Tiere nicht mehr gestresst sind, auf jeden Fall mal checken wegen den orangenen Augen. Ja. Und dann sehen wir uns gleich beim Fazit.